Gute Aussichten auf dem regionalen Arbeitsmarkt. So ist die Arbeitslosenquote im Juni um 0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gesunken. Damit wurde die niedrigste Juni-Arbeitslosenquote seit 23 Jahren erreicht. Monat für Monat geht die Arbeitslosigkeit weiter zurück. Das ist erstmal kein Highlight mehr. Daran haben wir uns schon gewöhnt. Wir haben sehr viel Bewegung auf der Stellenseite des Marktes. Etwa 3.500 Stellenangebote, fast alle sozialversicherungspflichtig. Ein guter Branchenmix, da ist also durchaus für ganz viele etwas dabei. Trotzdem sind immer noch rund 31.400 Menschen ohne Job. Allerdings meldeten die Unternehmen im vergangenen Monat mehr als 1.200 freie Stellen. Vor allem in der Gastronomie und im Verkauf werden Mitarbeiter gesucht. Gute Chancen haben auch immer noch alle Schulabgänger. Momentan gibt es mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Doch zu lange sollten die neuen Azubis nicht warten. Berufswahl ist was ganz Individuelles und insofern ist jeder gut beraten, wenn er sich hier bei uns persönlich meldet. Unsere Berufsberater sind ja auch an den Schulen, in den Klassen. Normalerweise weiß auch jeder, wer sein Berufsberater ist und sollte sich, wenn noch nicht passiert, schnellstmöglich einen persönlichen Termin geben lassen, um einfach in einem Gespräch nochmal zu eruieren, was ist das Beste für den Jugendlichen, wo sind die Interessen, Neigungen. Also wie gesagt, eine ganz individuelle Sache und wir beraten dazu allumfassend und ganz neutral. Um junge Leute für eine Lehrstelle zu begeistern und Arbeitssuchende ihre Perspektiven aufzuzeigen, ist die Agentur für Arbeit beim Brandenburg-Tag an diesem Wochenende in Spremberg vertreten. Das heißt, wir werden Ausbildungsstellen präsentieren, natürlich auch Arbeitsstellen. Wir werden gerne auch mit Rückkehrern ins Gespräch kommen wollen, die vielleicht irgendwann mal weggegangen sind und vielleicht zurück in die Heimat kommen wollen. Und da sind wir da mit Kollegen von der Berufsberatung, von der Arbeitsvermittlung, vom Arbeitgeberservice. Also alle Kollegen, die aussagefähig sind und helfen können, dass jemand eine Arbeit oder eine Ausbildungsstelle findet. Außerdem setzt die Agentur für Arbeit Cottbus auf eine sogenannte Speed-Vermittlung. Nächste Woche Dienstag können sich Ausbildungssuchende zusammen mit 10 Arbeitgebern in der Bahnhofstraße über freie Lehrstellen und die Anforderungen beraten lassen.